Habt ihr sie gefunden? Ich könnte daraus ein Schwert anfertigen. Ein wahrhaft einzigartiges Schwert. Oh ja, das könnte ich. Wo habe ich nur diese Liste? Ah, schnell, besorgt mir diese Dinge. Beeilung! Wir wollen Geschichte schreiben. Oh nee. Ich habe jetzt nicht sonderlich Lust, noch Materialien zu sammeln. Arbeit eines Meisters. Finde außergewöhnliche Materialien für Waffen oder Rüstung. Ja, toll. Rache des Geistes. Finde den Geist und vernichte ihn. Greifen. Er hat den Leichnam eines Obers übernommen. Das habe ich doch schon. Naja, wie dem... Vielleicht könnten wir uns ja eines Tages zusammensetzen und über Magie diskutieren. Und was sollte das bringen? Eine Menge? Große Zivilisationen sind durch den Austausch von Ideen entstanden. Durch Austausch? Ihr meint wohl durch Diebstahl. Gefolgt davon, dass der Bestohlene vernichtet wird. Wisst ihr was? Ich glaube, euer Hass hat euren Verstand vollständig verdrängt. Das musst du mir nicht sagen. Ich würde jetzt sagen, ich trigger das. Es tut mir leid für diese Ines, die jetzt im Wald rumhockt und nichts machen kann. Aber ich habe wenigstens schon mal das, was ich machen wollte, geschafft. Wo ist er? Ich weiß, dass er hier ist. Los, rückt ihn schon raus, Wächter. Ich habe keine Ahnung, von wem ihr sprecht. Ihr führt mich nicht am Bart herum. Orgren, schwing deinen haarigen Hintern hier runter. Lass dich umarmen, Frau. Bist du hier, damit ich meine ehelichen Pflichten erfülle? Muss Orgren mal wieder die alte Mühle schmieren? Rühr mich ja nicht an. Du hast ja schon jede Menge Dummheiten aus irgendwelchen Launen herausgemacht. Aber dich den Wächtern anzuschließen... Hast du nicht gesagt, du fändest das heiß? Das war doch nur eine Rolle, ein Spiel. Ich höre überhaupt nicht zu, lalala. Ich halte mich da erstmal raus. Hör zu, ich habe mich den Wächtern nicht aus irgendeiner Laune heraus angeschlossen. Du hast mich rausgeworfen. Du hast doch die ganze Zeit nur nach irgendeiner Ausrede gesucht. Erst diese Söldnergruppe in Nevaja und jetzt das hier? Naja, die grauen Wächter können mich zumindest nicht rauswerfen. Immerhin habe ich ja ihr Gesöff getrunken. Ich bin nur in einer Sache wirklich gut, Filzi. Und zwar darin, andere zu erschlagen. Er hat recht, darin ist er wirklich ziemlich gut. Ja, das war schon immer eine seiner Stärken. Genau wie unglaublich dumme Entscheidungen zu treffen. Ich dachte, es läuft gut zwischen uns. Ach, ich habe mir nur etwas vorgemacht, Filzi. Das war nichts für mich. Ich gehöre einfach hierher. Na schön, Orgren. Wenn es das ist, was du willst, dann müssen das Baby und ich eben ohne dich klarkommen. Na, diese Weibers, Wollt ihr ihr denn nicht nachlaufen? Das würde nur damit enden, dass sie mich verprügelt. Für so ein zerbrechliches Ding kann sie erstaunlich hart zuschlagen. Und in der Stimmung würde sie mir vermutlich mein bestes Stück abreißen. Na kommt, es gibt genug dunkle Brut, die nur darauf wartet, erschlagen zu werden. Alter. Das war krass. So, jetzt nochmal mit Velana quatschen. Interessiert ihr euch eigentlich dafür, warum ich ausgeschlossen wurde? Ja, ein bisschen. Die Menschen in der Nähe des Ortes, wo wir uns begegnet sind, hatten versucht, meinen Clan zu vertreiben. Eine Zeit lang konnten wir ihn standhalten. Dann haben sie versucht, uns auszuräuchern. Sie hätten den ganzen Wald niedergebrannt, nur um uns von ihren Höfen fernzuhalten. Die anderen hatten Angst. Hüterin Ilshä sagte, wenn ich die Schemlen bekämpfen wolle, stünde ich allein. Sind die Menschen den ganzen Ärger denn wert? Die Schems geben uns heute ein Stück Land, nur um es uns morgen wieder wegzunehmen. Wenn es nach ihnen ginge, würden wir bis in alle Ewigkeiten durch die Welt ziehen. Sie haben uns zu Vagabunden gemacht. Es war an der Zeit, sich ihnen entgegenzustellen. Also habe ich Ilshä einen Feigling genannt und mich vom Clan abgewendet. Sind euch andere gefolgt? Serani ist nur mit mir gekommen, weil sie gehofft hat, sie könnte mich umstimmen. Einige andere wollten dasselbe wie ich und haben sich uns angeschlossen. Und jetzt wir können eure Schwester immer noch retten.
Glaubt ihr das wirklich? Manchmal habe ich das Gefühl, eure Hoffnung ist größer als meine. Kommt, solange noch Arbeit auf uns wartet, macht es keinen Sinn, weiter in der Vergangenheit zu verweilen. Aha. So. Ich werde hier trotzdem mal speichern. Vielleicht kann ich ja später nochmal was nachreichen. Man kann hier ja speichern. Und sofern das denn geht. Ansonsten. Kommandantin, zahlreiche Lords haben sich eingefunden. Die dunkle Brut hat Armeen aufgestellt. Und die Adligen wollen wissen, wie ihr sie beschützen werdet. Soll ich sie zusammenrufen? Oder benötigt ihr noch Zeit, um eine Strategie auszuarbeiten? Der Drache ist tot. Der Granit ist abgeschlagen. Ruft die Männer zusammen. Wir ziehen in den Krieg. Ich werde unverzüglich Boten aussenden. Los geht's. Wir haben lange genug gewartet. Diejenigen, die zu spät... Lord Edelbrick, dies hier ist der Rat der Kommandantin der Grauen Wächter. Nicht der eure. Also, was wollt ihr tun, Kommandantin? Ich habe ganze Dörfer an die Armee der dunklen Brut verloren. Unsere Feinde haben ihr Versteck verlassen. Wir müssen sie aufspüren und zuschlagen. Das ist kein... Kommandantin! Kommandantin! Was ist, Mädchen? Eine Armee der dunklen Brut ist in Sichtweite von Amaranthine. Der Erbauer beschütze uns. Sie greifen die Stadt an? Die Truppen in Amaranthine sind seit Wochen unterbesetzt. Die Stadt wird womöglich nicht lange durchhalten. Unsere Truppen kommen nicht schnell genug vorwärts. Ein kleiner Trupp könnte es aber rechtzeitig schaffen. Aber das wäre Selbstmord. Wir müssen Dann werde ich die Verteidiger versuchen. Der Stadt unterstützen. Wenn irgendjemand dem Ansturm der dunklen Brut standhalten kann, dann ihr, Kommandantin. Ihr wollt eine Horde der dunklen Brut bekämpfen und in den fast sicheren Tod gehen? Ich hoffe, ihr denkt nicht mal im Traum daran, mich hier zurückzulassen. Wer soll euch begleiten, Kommandantin? Auf jeden Fall Ogryn, weil den finde ich gut. Ihr seid also in mich verliebt? Ich wusste es. Ogryns Charme kann man einfach nicht widerstehen. Er ist wie Höhlenschimmel. Wer soll wen außerdem nehme ich noch mit euch gehen? Drache für euer Tod für eure Freunde? Natürlich nicht. Der kann seinen Ruf reinwaschen? Zu Anfang dachte ich noch, ihr wärt einfach nur verrückt, mir den Beitritt zu eurem Orden anzubieten. Aber die Möglichkeit, sich reinzuwaschen, dafür könnte ein Mann mit einem Lächeln im Gesicht in den Tod gehen. Wer soll außerdem noch mit euch gehen? Am liebsten hätte ich jetzt noch irgendeinen Magier, so einen zusätzlichen Heal. Aber ich will Sigrun auch mitnehmen. Ich nehme Sigrun mit. Ich bin ja auch schon tot. Also habe ich nichts zu verlieren. Dann ist die Entscheidung gefallen. Sollte ich jemals Zweifel an euch gehabt haben, so sind sie nun ausgelöscht. Kämpft ehrenhaft. Und solltet ihr sterben, so tut es in Würde. Oh, ich darf nicht mit auf die Selbstmordmission. Das Leben kann ja so ungerecht sein. Aber viel Glück. Kopf hoch und so. Möget ihr den Wind immer im Rücken haben, Kommandantin. Wir anderen werden hier die Stellung halten. Möge der Erbauer euch beschützen und leiten. Auf geht's! In den Krieg! Thank you.
ganze Sieg noch aufs Spiel. Der schießt da auch nicht, wer da? Zack. Viecher, ey. Die sind von der Mutter. Allemal von der Mutter. Außerdem ist das keine Armee, das ist nur ein Trupp. Naja, vielleicht finden wir das drin mehr. Das war ein nettes kleines Vorgeplänkel. Sehr schön. Wo ist der Rest? Scheiße, hier ist dicht. Bitte, grauer Wächter, rettet meine Familie. Sie ist noch in der Stadt. Bitte beruhigt euch. Ich muss mit der Kommandantin der Wächter sprechen. Kommandantin, ich bin dankbar, dass ihr hier seid. Aber ich befürchte, wir können nicht mehr viel tun. Was ist geschehen? Vor einigen Nächten sind Scharen grauenhafter Kreaturen aus der Tiefe in die Stadt geströmt. Sie haben Seuchen verbreitet und alles vernichtet, was sie berührt haben. Und bei Sonnenaufgang hat dann die restliche dunkle Brut angegriffen. Kommandantin, es ist zu spät. Amaranthine ist verloren. Solange die Stadt noch steht, ist sie auch noch nicht verloren. Die Gebäude mögen noch stehen, aber es wird kaum noch Überlebende geben. Es ist schon zu viel Zeit vergangen, seit diese Kreaturen aufgetaucht sind. Ihre Verderbtheit ist äußerst ansteckend. Schon am ersten Tag ist ihr mindestens ein Stadtviertel zum Opfer gefallen. Marshall, einer der dunklen Brut nähert sich. Allein. Bogenschützen, schaltet ihn aus. Friede, nicht töten, nur reden. Der Architekt hat eine Nachricht für den Grauen. Haltet euch zurück, Marshall. Wie ihr wünscht, Kommandantin. Die Armee der Mutter, sie marschiert nach Vigils Wacht. Sie greift an! Jetzt! Der Architekt erschickt mich, um euch zu warnen! Ihr müsst die Wacht retten und dann die Mutter in ihrem Versteck! Die Vigils Wacht wird angegriffen? Die grauen Wächter sind kostbar für den Architekt. Die Mutter, sie weiß das! Wenn wir sofort aufbrechen, könnten wir es rechtzeitig zur Wacht schaffen, um sie zu retten. Und was ist mit der dunklen Brut, die noch hier ist? Sie wird auch bald nach Vigils Wacht gehen. Die Mutter, sie will die Wacht vollständig zerstören. Die dunkle Brut könnte recht haben. Wenn wir jetzt einfach aufbrechen, haben wir diese Armee im Rücken. Der Marshall sagt, die Stadt sei verloren. Ich sage, wir sollten sie zerstören. Wir sollten sie und die gesamte dunkle Alter, Brut darin niederbrennen. Alter, nee, weißt du, jetzt muss ich irgendwas entscheiden. Entweder zerstören oder aufgeben. Oh, natürlich wäre die taktisch klügere Entscheidung, die Stadt zu zerstören. Allerdings sind da noch Menschen drin. Menschen, hallo? Oh. Was nehme ich jetzt? Das ist keine leichte Entscheidung. Haut die Stadt kaputt. Es geht nicht. Wenn diese Armee dann auch noch dazu kommt, habe ich ein Problem am Arsch. In der Stadt muss noch jemand sein. Nur weil die Späher niemanden gesehen haben, heißt das nicht, dass sie alle tot sind. Wir dürfen sie nicht einfach aufgeben. Um ein höheres Ziel erreichen zu können, müssen eben auch schwere Entscheidungen getroffen werden. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wenn ihr diesen Leuten nicht helfen wollt, lasst mich es tun. Ich werde mich allein in die Stadt wagen. Nein, wir brauchen euch nicht, eure Schlachten erwarten uns. Ich habe mich hinreißen lassen. Bitte entschuldigt, Kommandantin. Ich werde tun, was ihr sagt. Amaranthine wird also brennen. Möge der Erbauer uns vergeben. Alter Schwede. Das ist eigentlich nicht das, worauf ich scharf bin.